Also zwischendurch, wenn ich Wochen und Monate lang an einem großen Bild gemalt habe, das fast ausschließlich so aus der Vorstellung entstanden ist, da brauche ich auch immer mal wieder so die Rückkopplung zur Natur und baue mir dann ganz gerne ein Stillleben auf, um auch zu sehen, das, was ich mir sonst mühsam im Kopf ausdenke, muss dann eben einfach auch wieder kontrolliert werden und ich muss sehen, wie sind Schatten, wie sind Oberflächen von Gegenständen, von Strukturen. Ja, und jetzt hatte ich hier das Bild soweit vorbereitet, habe eine Untermalung gemacht, also das ganze Bild aufgebaut nach der Zeichnung in Schwarz-Weiß. Und da kommen dann ganz dünne Farblasuren übereinander, sodass also eine große Leuchtkraft entsteht, weil eben immer wieder eine ganz zarte Farbschicht über die andere gelegt wird und das Weiß, was in der Untermalung drunter liegt, dann wieder durchscheint, sodass da also ein Leuchten entsteht, dass, wenn ich das à la prima, also ganz direkt malen würde, gar nicht entstehen könnte. Ja, und zwischenzeitlich entstehen eben oft genug auch Radierungen. Das ist mir also wirklich immer wieder ein sehr liebes Medium, weil es auch in gewisser Weise was Disziplinierendes hat. Also nur mit Schwarz-Weiß umzugehen, nur mit Strukturen zu arbeiten. Und da kann ich einfach erstmal drauf loszeichnen. Und Michelangelo meinte, das Wichtige sei der Disegno, also die Zeichnung, weil sie der unmittelbarste Ausdruck dessen ist, was der Künstler sagt und sagen möchte. Und weil sie sowohl für den Architekten, den Bildhauer, als auch für den Maler erstmal das Erste ist, wo sich die Idee äußert. Und aus diesem Grunde letztlich, glaube ich, mache ich auch diese Radierung, weil also ganz unmittelbar eine Idee erstmal zum Ausdruck kommen kann. Und oft bereiten sich also in Radierungen auch Gemälde vor. Nun ist es ja so, gemeinhin geht man mit dem Bleistift und dem Papier in die Landschaft. Ich lieb's also einfach, diese Radierplatten mitzunehmen. Die Radierplatte ist grundiert und dann kann ich eigentlich ganz normal, als ob ich eine Bleistift- oder Kohlezeichnung machen würde, eine Federzeichnung, anfangen, hier diesen Grund wegzukratzen, vorsichtig, und dieses unmittelbare Naturerlebnis erstmal einzufangen. Natürlich wird dann im Atelier erst geätzt und man kann dann also auch wieder den Grund drüber streichen, um dann weiterzuarbeiten. Bei der Gradierung hat man eben die Möglichkeit, dass doch viele Leute sich auch was Originales an die Wand hängen können. Ja, also das Bistum Regensburg, das mich beauftragt hat, ein Porträt des Papstes zu malen, hat also ein Jahr lang verhandelt mit dem Vatikan, ob es möglich wäre, eine Audienz zu bekommen, ob er Modell sitzen würde. Und längere Zeit wollte er nicht Modell sitzen. Und da wurde also die Vereinbarung getroffen, ich wäre bei einer Generalaudienz dabei, in der ersten Reihe. Und was letztlich, glaube ich, ganz gut war. Denn so eine unmittelbare Konfrontation von Maler und Modell hat immer auch die Gefahr, dass der Porträtierte weiß, er wird gemalt und dadurch also lächelt, gerade sitzt und dadurch auch schnell die Situation dahin gehen kann, dass es etwas verkrampft wirkt. Und innerhalb dieser 2 Stunden habe ich also so viel Material sammeln können an Zeichnungen und Fotografien, dass ich da, glaube ich, was kompilieren konnte, wo ich denke, der Person recht nahe gekommen zu sein. Und dann, als die Audienz zu Ende ging, wurde ich also gebeten, die 12 Stufen noch hinaufzugehen und mit dem Heiligen Vater zu sprechen. Nun hatte man mich instruiert, ich möge immer Heiliger Vater sagen und grüß Gott, und war also durchaus auch aufgeregt, was ich also so von mir nicht erwartet hatte. Und dann sagte er, ach, Sie sind also mein Raphael, was ironisch und ganz nett war und das Gespräch eröffnete. Ja, und da hatte ich 2 Minuten, 3 Minuten. Noch Zeit, nicht nur mich mit ihm zu unterhalten, sondern einfach auch in unmittelbarer Konfrontation zu sehen, wie ist die Haut, wie sind die Haare, wie sind die Hände. Das war schon für mich letztlich sehr aufregend, dem Papst gegenüberzutreten. Ja, also Ziel des Porträts war es, das Ikonografische und Symbolische doch so natürlich wie möglich erscheinen zu lassen. Also keinen großen Aufwand mit Säule und bauschendem Samt und Petersdom und aufreißendem Himmel im Hintergrund, sondern die Ikonografie doch mit den Dingen zu besetzen, die zu sehen sind. Ich meine, dieses Weiß vor Schwarz ist ja auch schon symbolisch zu verstehen. Das andere ist, vorgegeben war ja vom Auftraggeber das Format, sodass für mich eigentlich gleich klar war, es wird eine Halbfigur, was die Möglichkeit eröffnet, dass man ihr sehr nah an den Bildvordergrund und damit an den Betrachter heranrückt, sodass also unmittelbar eine Kommunikation vielleicht möglich sei und Gesicht und Hände groß genug sind, dass sie also auch mitsprechen können. Und diese Armlehnen, die es tatsächlich in dieser Form auch am Sessel gab, die erinnern ja fast so an Schlüsselbärte, zumal eben jeder
Stuhl, jeder Sessel, auf dem er Platz nimmt, wird ja automatisch irgendwo zum Stuhle Petri, sodass man also da die Schlüsselgewalt assoziieren kann. Und im Gegensatz zum Original, das weiß bezogen ist, habe ich also hier einen roten Brokat gewählt mit einem Granatapfelmuster. Und der Granatapfel ist ja als Frucht des Paradieses schon symbolisch besetzt, aber steht eben auch symbolisch für Jesus Christus, weil wenn man den Granatapfel aufbricht, diese einzelnen Fruchtstücke und Kerne ja aussehen wie Blutstropfen, sodass man also inhaltlich sagen kann, er stützt sich auf Petrus und er wird also von Jesus Christus hinterfangen. Und um die Identifikation, was ja heutzutage durch die Medien fast nicht mehr nötig ist, zu ermöglichen, habe ich also darauf verzichtet, hier Benedictus sowieso etate sue hinzuschreiben, sondern habe also lediglich sein Wappen hier damit in diesen Stuhl eingestickt, eingemalt. Naja, und wenn man die Signatur sucht, dann ist die auch bildimmanent hier zu sehen. Ein paar Überlegungen waren halt auch, er ist nun der Intellektuelle, der Kirchenlehrer, der sich in der Nachfolge von Augustinus versteht. Und deshalb habe ich ihm eben auch hier als Vortragenden, Vorlesenden, der eben die Schrift vermittelt, deshalb auch die Nähe von Schrift und Kreuz, der sie uns vermittelt, wo wir sie auf seinem Blatt nicht sehen und letztlich auf sein Wort vertrauen müssen und angewiesen sind.